Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich gerade ein bisschen am Rumrollen, betreibe etwas Faszientraining, massiere mich selber hier mit so einer Black Roll und das mache ich eigentlich so 2-3 Mal die Woche. Ja, mich selber massieren für 5 bis 10 Minuten ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, um nicht einzurosten, um etwas für die Gesundheit zu tun, sondern für mich wichtig, da ich ja ein paar Rückenprobleme habe und dadurch laufe ich halt ein kleines selbst zusammengestelltes Programm, um einfach ja, gewisse Bereiche besser zu durchbluten. Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen, denn heute steht ein Vlog an. Ich will ja, euch wieder ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag. Steht eine Trainingseinheit an, es steht ein bisschen unterwegs sein an. Außerdem verkünde ich die 3 Gewinner meines Gewinnspiels, was ich in meinem letzten Vlog gestartet habe. Also wenn ihr da wissen wollt, wer die 3 Glücklichen sind, auf jeden Fall dranbleiben. Heute ist ein richtig geiler Tag, zwar ist es arschkalt, aber die Sonne scheint und das macht doch einen irgendwie glücklich. Hier könnt ihr nochmal die Preise sehen, die es zu gewinnen gab. Es gab 3-mal das Body Kitchen Buch und dazu ein paar Supplemente von mir. Eigentlich ein großes, mittleres und ein kleines Supplement-Paket. Also auf jeden Fall Preise, ja, die es wert sind, mitgemacht zu haben. Bevor uns ins Training losgeht, muss ich aber erstmal etwas essen. Und ich weiß noch gar nicht so wirklich was, aber ich glaube, es wird langweiligerweise auf Müsli hinauslaufen. Mein Müsli ist eigentlich so eine kunterbunte Mischung aus allen möglichen Cerealien, die ich so im Supermarkt kaufen kann. Also jetzt nichts Festes, sondern das, was ich gerade für sinnig erhalte. Hier haben wir jetzt Haferflocken, Sojaflocken, Kokosnussflocken. Wir haben hier auch Nüsse enthalten. Nüsse finde ich sehr, sehr wichtig, gehören eigentlich fast täglich auf meinen Speiseplan. Und noch Reste von anderen Cornflakes, wie ihr sehen könnt. Ja, und da habe ich eigentlich kein festes Muster. Hauptsache, es ist nährstoffreich und versorgt mich mit Energie. Und das Ganze wird jetzt noch hier mit Iron Max Easyway geupgradet. Da kommen jetzt 1-2 Esslöffel noch rein und dann eigentlich auch schon fertig. Milch aufschütten und dann lasse ich es mir schmecken. Nicht zu vergessen, das Ganze zu erhitzen, denn ich mag meine Müsli warm. Wie ist das mit euch? Esst ihr denn lieber warm oder kalt? Und was knallt ihr überhaupt so in euren Müsli rein? Habt ihr da irgendwelche besonderen Cerealien, die ihr da beimischt? Irgendwelche besonderen Früchte oder irgendwas anderes ausgefallenes? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie ihr so euren Müsli zubereitet. Guckt euch das an, Leute. Das nenne ich Kaiserwetter. Da macht es doch Spaß, rauszugehen, obwohl es kalt ist. Aber frische Luft tut gut, ist gesund, ein bisschen Bewegung. Von daher geht es jetzt ab ins Training. Endlich ist es Winter. Die Kälte hat Einzug gehalten. Nach den eher lauwarmen letzten Wochen ist es endlich kalt, so richtig kalt. Und ich finde, das ist was Schönes, denn die Kälte belebt einen. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und aus dem Grund bin ich auch auf dem Weg in das alte McFit hier in Kassel. Da muss ich nämlich ein bisschen zu Fuß gehen, wenn ich dahin möchte. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen, einfach so einen kleinen Spaziergang zu machen ins Gym. Heute bin ich auf dem Weg ins alte McFit, will dort ein bisschen trainieren. Es steht ein ja, Rücken-Brust-Training an, also so ein bisschen Antagonistentraining möchte ich absolvieren. Machen, habe ich lange Zeit nicht mehr gemacht und aus dem Grund steht es mal wieder an. Los geht's mit dem Training und heute ist es besonders wichtig, dass ich mich aufwärme, denn ich komme direkt aus der Kälte. Meine Hände sind noch etwas eingefroren, generell mein ganzer Körper ist ein bisschen steif und ich muss den jetzt erstmal auf Betriebstemperatur bringen und das mache ich am besten mit einem richtig guten Aufwärmprogramm. Ich werde mich ein bisschen warm rudern, dann kommt der Körper in Wallungen und ich kann dann halt auch anständig mein Training durchziehen und muss mir keine Sorgen machen, dass ich mich irgendwie großartig verletze. Leute, ich muss euch mal jemanden vorstellen, meinen alten Sportlehrer, Herr Platze. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt und jeden Winter ist er am Trainieren. Und er ist eine riesige Motivation für mich. Ihr wisst ganz genau, ich mache diesen ganzen Sport hier nicht der Optik wegen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um einfach gesund zu sein und um einfach im hohen Alter noch fit zu sein. Wie schaffen Sie das? Also, dass Sie noch mit 80 Jahren sich da so sportlich engagieren? Man muss früh anfangen und darf nie aufhören. Das ist das Wichtigste. Ja. Und sobald man im Alter einmal aufhört, ist man verloren. Ja.
sondern immer wieder neu sagen, muss was gehen, ja, muss was machen, ja, und jeden Tag wieder neu ran. Ja, ja. Das Wichtigste. Was machen Sie denn eigentlich so? Also im Winter sind Sie immer hier am Trainieren, sonst im Sommer waren Sie immer am Tennisspielen, das weiß ich. Und was machen Sie sonst noch so? Radfahren nur noch. Radfahren? Ja. Ist gut für die Hüfte, ja. Gut, weil das ganze Gewicht ist auf dem Sattel. Man hat nur die Bewegung von den Beinen her und vom Oberkörper berghoch ziehen am Lenker. Ja. Ja. Und das ist das Gesundheit. Wie viele Kilometer sind Sie letztes Jahr Rad gefahren? 14.000. 14.000 Kilometer? Meine Güte, das machen manche Leute in ihrem ganzen Leben nicht. Also das ist unglaublich. Also wirklich. Und wenn man ihn jetzt hier so sieht, ne, er sieht kein Stück aus wie 80. Also wirklich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, er ist Mitte 60, vielleicht Anfang 70 oder so. Aber sie sehen nicht aus wie 80. Also wirklich nicht. Schön gebräunte Haut. Also kaum Falten im Gesicht. Ne? Also so das, was man halt von einem älteren Herrn erwarten würde. Aber ansonsten wirklich top. Ja, du warst ja auch schon immer ganz gut im Sport. Ja, in der Schule. Ja, aber ich glaube, nicht so wie Sie. Sie haben ja alles Mögliche gemacht. Ich glaube, Boxen haben sie gemacht. Ne? Ja. Fußball haben sie gespielt. Ne? Fußball nicht. Fußball nicht. Basketball. Basketball war es, genau. Ne? Ja. Ansonsten Leichtathletik auch ein bisschen. Auch nebenbei, ne? Ja. Das war so ein Abfallprodukt. Ja. Ja, immer aktiv sein. Aber das ist so, wie Sie gesagt haben, von Anfang an immer in jungen Jahren starten und dann immer dranbleiben. Und egal, was man macht, irgendwie wirklich bei der Sache bleiben und sich irgendwie sportlich betätigen. Und wenn irgendwo eine Verletzung auftritt und es geht nicht mehr so gut in dieser Sportart, gibt es immer Alternative, was Neues anfangen. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Aber nie rasten. Nie rasten, das ist wichtig, genau. Sonst ist es irgendwann vorbei. So ist es. Und das sollte halt nicht sein. Herr Platzer, vielen Dank. Und ich hoffe, ich sehe Sie in den nächsten Jahren immer noch hier im McFit. Und ich glaube, da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Jetzt will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Vielen, vielen Dank. Und Jetzt trainieren wir. Jetzt geht's los. Ne? Wenn man einen breiten Rücken haben will, habe ich die Erfahrung gemacht, sollte man den Rücken, also den Latissimus, aus drei verschiedenen Winkeln trainieren. Einmal sollte man von oben ziehen, dann sollte man aus der Geraden ziehen und man sollte von unten ziehen. Wenn man diese drei Winkel abdeckt, ja, dann sollte der Latissimus, die Rückenmuskulatur wirklich ziemlich gut wachsen. Der Latissimusmuskel ist ein sehr, sehr langgezogener Muskel. Und durch das Abdecken dieser drei Winkel, ja, garantiert man einfach, dass der Muskel am besten gereizt wird. Dementsprechend versucht das bei eurem Rückentraining zu beherzigen, dass ihr diese drei Winkel abdeckt. Frage aller Fragen, was wiege ich denn überhaupt aktuell? Bin mal gespannt. Das letzte Wiegen ist schon ein bisschen her. Okay. 1 Kilo drauf. Das ist eigentlich echt nicht verkehrt. Vor 2 Wochen wog ich noch um die 80,5. Jetzt bin ich bei 81,7,8. Ich würde sagen, die Massephase läuft, Freunde. Zu meinem heutigen Programm gehören auch Liegestütze und zu dem möchte ich euch noch mal ein bisschen was erzählen. Liegestütze sind eigentlich die perfekte Übung für den Körper. Man trainiert eigentlich alles. Man trainiert seine Arme, man trainiert seine Schulter, man trainiert seine Brust, man trainiert sogar seinen Bauch. Bei den Liegestützen ist zu beachten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese auszuführen. Ich empfehle euch, winkelt die Arme an, sodass sich im Schulter-Achselgelenk einen 45-Grad-Winkel ergibt. Der Grund dafür ist einfach, dass das die natürliche Position ist, etwas wegzudrücken. Ihr könnt euch ja mal gegen eine Wand lehnen und versuchen,
so die Wand wegzudrücken. Ihr werdet merken, das ist ein bisschen schwierig, das ist ein bisschen ungewohnt, wenn die Arme ja eine Linie bilden. Wenn ihr aber die Arme in einen 45-Grad-Winkel positioniert, werdet ihr merken, könnt ihr viel, viel besser drücken und habt einfach viel, viel mehr Kraft, viel, viel mehr Stabilität im Körper. Und genau so solltet ihr auch die Liegestütze durchführen. Auch zu beachten die Position der Hände. Umso enger ihr die Hände positioniert, desto mehr geht es auf die Arme, umso breiter, desto mehr geht es auf die Brust. Für mich die ideale Übung, ich baue die eigentlich in jedes Workout mit ein, egal ob zum Aufwärmen oder aber so wie hier, wenn ich wirklich gezielt die Brust trainieren möchte. Wichtig, Leute, immer die Gewichte wegräumen. Warum ist das wichtig? Ihr wollt ja den Betrieb im Fitnessstudio nicht irgendwie aufhalten oder so etwas und euch die anderen Mitglieder nicht als Feind machen. Aus dem Grund immer die Gewichte wegpacken, einfach für ein bisschen Ordnung sorgen, damit ja, der Betrieb im Studio halt auch flüssig vonstatten geht. Bei euch zu Hause räumt ihr auch immer alles weg. Also könnt ihr das im Fitnessstudio auch machen. Ist ja so etwas wie euer zweites Zuhause, nicht wahr? Nach einem harten Training muss ich natürlich auch etwas essen und ich bin jetzt hier im Vapiano und gönne mir Reef and Beef mit Pasta. Natürlich eine doppelte Portion. Das ist Rindfleisch mit Garnelen. Mega lecker. Ist eigentlich mein aktueller Favorite hier bei Vapiano und das werde ich mir jetzt gönnen. Obendrauf ist noch ein bisschen Käse. Richtig lecker und ich würde sagen, das habe ich mir verdient. Geil. Endlich zu Hause in meinen warmen vier Wänden. Ich muss sagen, zum Ende hin wurde es am Tag doch noch richtig kalt. Von daher freue ich mich jetzt hier im Warmen zu sitzen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich die drei Gewinner auslose, die bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben. Da ich das Ganze so fair wie möglich gestalten möchte, habe ich jetzt hier einen YouTube Random Comment Picker ausgewählt. Da ist auch schon der Link zum Video drin. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Den ersten Gewinner aussuchen. Hier wird auch angezeigt, wie viele Kommentare unter das Video gepostet wurden. Und jetzt wähle ich den allerersten aus. Und wer ist es? Vanessa van Haan hat gewonnen. Die bekommt den dritten Platz, also das Buch und ein paar OT-Riegel von mir. Jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Und wieder werden die ganzen Kommentare gezählt. Ja, die Spannung steigt. Wieder auslosen, wer gewinnt das Buch und eine Packung Whey? Markus Koyakin, mein Glückwunsch an dich. Und jetzt kommen wir zu Platz 1, wer gewinnt es? Los, werden wieder die Kommentare gezählt. Und wer ist es? Und. Der Dude hat gewonnen. Er bekommt den Hauptpreis, also ein Supplement-Paket von mir samt Body Kitchen Kochbuch. Mein Glückwunsch an die drei. Ich werde jetzt unter die Kommentare von euch antworten und euch dann nochmal auffordern, mir eine Nachricht per YouTube zu schicken, damit ich natürlich an eure Adresse komme. Danke an alle, die mitgemacht haben. Die Beteiligung war wirklich unglaublich. Tausende von Kommentaren wurden gepostet. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. War wirklich sehr, sehr überrascht von. Und keine Sorge, das wird nicht das letzte Gewinnspiel von mir gewesen sein. In ein paar Wochen werde ich wieder eins veranstalten und dann habt ihr wieder die Chance, etwas Geiles von mir zu gewinnen. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog hier gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet an Trainingstipps, an Motivation. Zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Dann könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr irgendwie eine Frage habt zum Training oder sonst irgendwie zum Thema Fitness, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare posten. Vergesst auch nicht, mich auf meinen ganzen Social Media Seiten zu folgen, auf Facebook, auf Instagram, verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Das war's, bis zum nächsten Mal, haut rein!